Aue, das ebenfalls zum 400. Mal im Bundesliga-Unterhaus auflief, blieb auch im 5. Spiel in Folge unbesiegt. Der Punktgewinn in Berlin reichte für Veilchen aber nicht, um Relegationsplatz 16 zu verlassen. Die abstiegsbedrohten Gäste setzten vor 21.788 Zuschauern im Stadion an der alten Försterei der spielerischen Überlegenheit von Union viel Kampfgeist entgegen. Dieses Konzept ging lange auf. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit gab es eine leichte Drangphase der Berliner mit einem Lattentreffer durch Grischa Prömel, 45. Auch nach dem Seitenwechsel verteidigten Auer mit allen Kräften ihr eigenes Tor, Union fiel nur wenig Kreatives ein. Von Stürmer Philipp Hosiner, der erneut den verletzten Torjäger Sebastian Polter, Achillessehnenriss, vertrat, war nur wenig zu sehen. Video: tolles Tor, Mourinho reißt Witze über Eigentorschütze Bailey.